Post für den Tiger. Einmal, als der kleine Bär wieder zum Fluss angeln ging, sagte der kleine Tiger: Immer wenn du weg bist, bin ich so einsam. Schreib mir doch mal einen Brief aus der Ferne, damit ich mich freue, ja? Ist gut, sagte der kleine Bär und nahm gleich blaue Tinte in einer Flasche mit. Eine Kanarienvogelfeder, denn damit kann man gut schreiben, und Briefpapier und einen Umschlag zum Verkleben. Unten am Fluss hängte er zuerst einen Wurm an den Haken und dann die Angel in das Wasser. Dann nahm er die Feder und schrieb mit der Tinte auf das Papier einen Brief. Lieber Tiger, teile dir mit, dass es mir gut geht. Wie geht es dir? Schäle inzwischen die Zwiebeln und koche Kartoffeln, denn es gibt vielleicht Fisch. Es küsst dich dein Freund Bär. Dann steckte er den Brief in den Umschlag und verklebte ihn. Er fing noch zwei Fische, einen zur Speisung und einen, damit er ihm das Leben schenken konnte, damit er sich darüber freut, denn Freude ist für jeden schön. Abends nahm er den Fisch und den Eimer, die Tinte und die Feder und auch gleich den Brief mit und ging nach Haus. »Halt, Bär, du hättest beinahe die Angel vergessen.« »Oh ja, schönen Dank.« Er rief schon aus der Ferne vom kleinen Berg hinunter: »Post für den Tiger! Post für den Tiger!« Aber der kleine Tiger hörte ihn nicht, weil er hinter dem Haus lag. Er hatte keine Zwiebeln geschält und keine Kartoffeln gekocht. Er hatte die Stube nicht gefegt und auch die Blumen nicht gegossen. Er hatte zu nichts Lust gehabt, weil er wieder so einsam war. Und jetzt wollte er keinen Brief mehr, denn jetzt war der kleine Bär sowieso und persönlich und selbst zu Haus. In der Nacht weckte der kleine Tiger den kleinen Bären und sagte: »Ich muss dir schnell noch etwas sagen, ehe du einschläfst. Könntest du mir morgen den Brief etwas eher schicken, vielleicht durch einen schnellen Boten?« »Ist gut«, sagte der kleine Bär und nahm am nächsten Tag wieder alles mit. Die Tinte, die Feder, das Papier, den Umschlag. Aber auch eine Briefmarke. Am Fluss hängte er wieder den Wurm an die Angel und die Angel in den Fluss. Dann schrieb er: »Lieber Freund Tiger, mach alles so, wie ich es dir gestern schon schrieb. Hoffentlich geht es dir gut. Schnelle Grüße und heiße Küsse, dein Freund Bär.« Da kam die elegante Gans vorbei. »Ob Sie einen Brief mitnehmen könnten, bitte, an meinen Freund, den Tiger, im Haus.« »Tut mir leid«, sagte die elegante Gans. »Ich hab's eilig, muss auf eine Beerdigung.« Da kam der dicke Fisch vorbei. »Ob Sie einen Brief mitnehmen könnten, an Mai?« Da war der Fisch schon weg. Fische sind blitzschnell und vielleicht auch schwerhörig. Und dann kam die flinke Maus gelaufen, wollte den Brief nehmen. Aber da kam so ein kleiner blauer Wind, nahm den Brief wie ein Segel und wehte beinahe alles davon. Dann kam der Fuchs vorbei. »Ob Sie einen Brief mitnehmen könnten, Herr Fuchs?« fragte der kleine Bär. »An den Tiger im Haus?« »Tiger im Haus«, sagte der Fuchs. »Nein, tut mir leid, hab keine Zeit. Ich muss mit der eleganten Gans auf ihre Beerdigung gehen.« »Ach, wie kurz ist doch das Leben, kleine Gans.« Dann kam der Elefant im Boot. »He«, rief der kleine Bär, »hören Sie mal her.« Aber der Elefant schlief wohl, denn er bewegte sich nicht. Auch der Esel mit dem Rucksack wollte den Brief nicht mitnehmen. Und auch der kleine Mann mit der langen Nase nicht. Aber dann kam der Hase mit den schnellen Schuhen. »Geben Sie her, Bär. Ist der Brief im Kuvert? Ist eine Briefmarke drauf?« »Und jetzt, Hase, lauf!« Der Hase rannte, so schnell ihn seine Schuhe trugen. »Hast du nicht gesehen, zum Tiger nach Haus?« Der kleine Tiger hatte heute wieder zu nichts Lust gehabt. Hatte keine Zwiebeln geschält und keine Kartoffeln gekocht, keine Stube gefegt, nicht einmal Feuer im Ofen gemacht. »Post, Post für den Tiger!« rief der schnelle Hase, und der Tiger sprang auf und rief: »Wie, was? Für wen? Von wem?« »Für den Tiger«, sagte der Hase. »Oh, der Tiger bin ich selbst. Geben Sie her.«
Er tanzte vor Freude auf dem Tisch, auf dem Stuhl, auf dem Bett, auf dem Sofa, las den Brief von vorn bis hinten und von hinten bis vorn, hatte jetzt wieder zu allem Lust und schälte die Zwiebeln, kochte Kartoffeln, fegte die Stube und das Leben war schön. Er machte ein heißes Feuer im Ofen und holte Petersilie im Garten für den guten Fisch zum Abendbrot. Und als der Bär nach Haus kam, machten sie sich einen gemütlichen Abend, aßen Fisch mit heißen Kartoffeln und tranken Gänsewein aus dem Brunnen. Und nach dem guten Essen veranstalteten sie einen kleinen Budenzauber mit Geigenrabatz und Tanzvergnügen. Einer spielte die Kochlöffelgeige und der Tiger strich den Besenstielbass. Als der glückliche Maulwurf in der Ferne die schöne Musik hörte, kam er sofort zu Besuch und tanzte auf dem Tisch mit seinem Spazierstock einen verliebten Schlummerlichtwalzer. »Heute ist der schönste Tag meines Lebens«, rief der kleine Tiger, und das war nicht gelogen. In der Nacht weckte der kleine Tiger den kleinen Bären und sagte, »Ehe du einschläfst, wollte ich dir bloß schnell sagen, morgen darfst du dir Post wünschen, damit du dich auch mal freuen kannst, einmal ich und einmal du. Gute Nacht noch.« Am nächsten Tag nahm der kleine Tiger den Korb für die Pilze, die blaue Tinte in der Flasche, die Feder und das Briefpapier und ging in den Wald. Heute schrieb er einen Brief an den kleinen Bären. »Geliebter Freund und Bär, ich schreibe dir hiermit einen Brief, dass du dich freust. Hoffentlich sehen wir uns bald. Heute Abend gibt es Pilze in Butter geschmort. Ich sehe sie hier nebenan schon wachsen. Mit Herzkuss, dein geliebter Freund Tiger. Warte auf mich.« Und so ging das jetzt jeden Tag. Einmal schrieb der kleine Bär an den kleinen Tiger und dann wieder umgekehrt. Und der schnelle Hase war der Briefträger. Einmal in der Nacht weckte der kleine Tiger den kleinen Bären und sagte, »Wir könnten doch auch einmal einen Brief an unsere Tante Gans schreiben, damit sie sich auch einmal freut, ja?« Also schrieben sie gleich am nächsten Tag einen Brief an ihre Tante Gans. »Schöne Grüße, alles Gute und wie es ihr gehe.« Dann schrieb die Tante Gans an ihren Vetter Igel, der Igel an den kleinen Mann mit der langen Nase. Der Elefant wollte an seine Frau nach Afrika schreiben. »Nach Afrika?« sagte der schnelle Hase. »Kann ich nicht laufen. Das wäre Luftpost. Den befördert die Brieftaube hinüber.« Und weil jetzt jeder mal einen Brief schreiben wollte, konnte der schnelle Hase die Arbeit allein nicht bewältigen. Und er stellte die anderen Hasen aus dem Wald als Briefträger ein. »Ihr müsst«, sagte er, »schnell und schweigsam sein. Dürft die Briefe nicht lesen und das, was darin steht, niemandem erzählen. Alles klar?« »Alles klar«, riefen die Hasen mit den schnellen Schuhen, und alles war klar. Dann wurden Kästen für die Briefe an alle Bäume gehängt, damit die Hasen sie nicht mehr bei jedem abholen mussten, und gelb gestrichen. Einmal sagte der kleine Tiger, »Aber wenn du im Wohnzimmer bist, ist es mir in der Küche auch so einsam.« Da legten sie einen Gartenschlauch von hier nach dort. Haustelefon. »Hören Sie mich? Hallo? Hören Sie mich? Wer spricht dort?« »Hier spricht Herr Bär. Ich verstehe Sie deutlich.« »Wir könnten doch«, sagte der kleine Tiger, »auch ein Telefon durch den Fluss legen, dann brauche ich nicht mehr so schwer zu schreiben.« Und das taten sie auch. Unterwasserkabel. »Und wenn wir so ein Telefon unter der Erde hätten«, sagte der kleine Tiger, »könnten wir durch den ganzen Wald bis zu unserer Tante Gans telefonieren.« Da gruben die Maulwürfe ein unterirdisches Kabeltelefon-Unterhaltungsnetz von hier nach dort und von dort nach da, kreuz und quer. »Hallo, Tante Gans, hier spricht dein kleiner Tiger. Kannst du mich hören, Tante Gans?« »Ja, ich bin hier. Der Tiger mit dem kleinen Tigerschwänzchen hinten, dein Neffe.« »Und ich, der Bär«, rief der Bär, »sag, dass ich auch hier bin, Tiger.« Der Elefant telefonierte mit der Zentrale. Hier Zentrale, nach Afrika? Nein, leider keine Verbindung nach Afrika möglich, Ende.« »Nicht so schlimm«, sagte der Elefant, »dann schreibe ich per Luftpost.« Und jetzt konnte jeder hier im Wald und am Fluss an jeden einen Brief schreiben und, wenn er wollte, mit seiner Freundin in der Ferne reden. War das nicht fabelhaft? »O Bär«, sagte der kleine Tiger, »ist das Leben nicht unheimlich schön, sag?« »Ja«, sagte der kleine Bär, »ganz unheimlich und schön.« Und da hatten sie verdammt ziemlich recht.